kleinen Kostbarkeiten einen neuen Wert geben. Das ist noch relativ einfach. Schwieriger wird es, wenn man sich als Mensch wertlos fühlt. So ist es Jeremy Joseph vergangen. Als tamilischer Segundo hat er sich nirgends recht zugehörig gefühlt. In seiner Suche nach Anerkennung schließt er sich einer Gang an, um sich Respekt zu verschaffen. Ich war einsam, obwohl mir jeden Tag 20-30 Leute abgehängt sind, bin ich trotzdem innerlich wirklich allein gewesen, habe mich nicht verstanden gefühlt. Jeder Einzelne war kaputt gewesen. Jeder Einzelne hat etwas gesucht, aber hat nicht gewusst, was. Und dann haben wir wie quasi uns gefunden, haben jeden Tag etwas unternommen. Sehr stark ist Hip-Hop-Musik für uns. Dort wird alles verherrlicht: Geld, Frauen, Autos, Gewalt und Drogen. Und nachher haben wir gedacht, hey, das ist vielleicht das, was wir suchen. Vielleicht sind wir auf dieser Welt für das. Auf einmal lebst du das Leben, das du in diesen Videos siehst, aber merkst, das macht dich eher mehr und mehr kaputt. In dem Moment hast du vielleicht ein bisschen Freude gehabt, aber wenn du das jetzt jahrelang machst, dann merkst du, hey, das ist einfach eine Täuschung. Ich konnte mich als Tamil und als Schweizer gar nicht identifizieren. Bei den Schweizern bist du eher als Ausländer angeschaut worden. Bei der tamilischen Kultur hast du eben das von der Schweizer Kultur mitgenommen und dann haben sie gesagt, das ist nicht gut. So bin ich auf der Suche nach Identität gewesen. Wer bin ich überhaupt? Wo gehöre ich überhaupt hin? Dann habe ich angefangen, wirklich Alkohol zu trinken, Drogen, jeden Tag mit den Kollegen abhängen, abstürzen, wirklich so viel gesoffen, bis du nicht mehr hast können. Ich hatte viermal Alkoholvergiftung. Mit 17 sind sicher meine Eltern schon ein paar Mal die Polizeistation mich abholen. Und ich war wirklich innerlich zerstört. Ich hatte wirklich Depressionen und hatte, ja, Wutprobleme. Ich war wirklich immer hässig. Ich war wirklich in so einem Loch, wo ich nicht mehr rausgekommen bin. Und um das zu decken, hast du dann noch mehr Alkohol wieder getrunken, hast noch mehr gekippt, hast noch mehr Drogen genommen. All das war einfach eine Ablenkung. In dem Moment, wo du nüchtern bist, hast du wirklich mit deinen Gedanken gekämpft, so Selbstmordgedanken. Um was geht das Leben? Wo gehörst du überhaupt hin? Was machst du da auf dieser Welt? Jeremys Vater ist Pastor in einer tamilischen Kirche in Zürich. Die Eltern sind verzweifelt und beten für ihren Sohn. Sie hoffen auf Veränderung. Als Jeremy 18 ist, spitzt sich die Situation zu. Ich habe sehr viel Alkohol getrunken, Schlägerei, bin im Spital gelandet. Und an diesem Abend ist mein Vater gekommen. Dann hat er mich gefragt, ob ich ins Ausland will. Und ich habe sofort ja gesagt, weil in dieser Zeit eben meine Kollegen viele Selbstmord gemacht haben. Einige im Knast gelandet und viele ausgeschafft wurden. Und mein Leben hat nicht anders ausgesehen. Und er hat gesagt, es ist eine christliche Schule. Und in dem Moment habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich so, egal, Hauptsache weg. Und er hat gesagt, es wäre Hawaii und so. Ich so, ja, eh, sicher gehe ich auf Hawaii. Hauptsache weg hier von der Schweiz, von dem ganzen Drama, von diesen Problemen. Und mal schauen, was dann passiert. In Hawaii taucht Jeremy in ein ganz anderes Umfeld ein. Er beginnt sich intensiv mit dem Glauben an Gott auseinanderzusetzen. Und der Moment, als ich gerade angekommen bin, sind Leute auf mich zugerannt, haben mich umarmt, haben gesagt, wir lieben dich, dürfen wir für dich beten. Und die Liebe war so echt. Ich so, boah, krass, was ist das? Spezifisch gibt es einen wichtigen Tag, wo ich weiss, das hat mich wirklich berührt. Ich habe angefangen, mich entschuldigen bei Gott und einfach mein ganzes Herz anfangen zu lernen. Und das ist wirklich automatisch passiert. Es ist nicht, jetzt muss ich das sagen und das sagen. Es ist wirklich von Herzen einfach rauskommen. Ich habe brüllt. Und in dem Moment ist, als hätte jemand in meinem Herz hineingegriffen, etwas rausgenommen, mit Frieden ersetzt. Und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und es war immer noch da gewesen. Aber ich bin halt so voll kritisch. Ich so, ist das jetzt wirklich Gott gewesen oder ist das jetzt gerade etwas Emotionales gewesen? In diesem Prozess habe ich viel Depression bin ich los geworden, oder Hass und Wut, wo ich sehr viel in mir getragen habe, ist wie weggegangen. Und dort habe ich gemerkt, okay, es ist wirklich etwas am Passieren, von innen nach außen. Ein Schritt zur Veränderung ist in Jeremys Leben geschehen. Doch die Rückkehr nach 6 Monaten in die Schweiz gestaltet sich schwieriger als erwartet. Es ist schnell gegangen.
Und ich bin wieder rückfällig geworden. Ich habe wieder angefangen, regelmässig zu trinken, regelmässig zu rauchen und zu kiffen. Ich glaube, der Grund war wirklich die Gemeinschaft. Und ich glaube, das hat mich wieder zurückgezogen in diesem Gangleben, so, wo wieder jeden Tag Gemeinschaft ist. Man hat jeden Tag miteinander zu tun, wir teilen alles. Wir geben uns die letzte Rappen aus zum Essen zu kaufen. Wir teilen uns die Kleider. Ja, super. Den Glauben habe ich überhaupt nicht losgelassen. Ich habe immer wieder gespürt, wie Gott mich zurückgerufen hat. Hey, ich habe einen besseren Weg, ich habe Freiheit. Es war einfach der Kampf. Jeremy ist hin und her gerissen und kann seine Süchte nicht loslassen. Doch nach 9 Monaten trifft er auf dem Heimweg von seinen Gangkollegen eine Entscheidung. Gott hat mir wie so einen Einblick gegeben, so eine Sekunde, aber es ist viel länger vorgekommen, wie das Leben ist ohne ihn. Die Leere, die ja, Einsamkeit und Depression. Ein Moment von wie tot sein. Nachher hat er mir eine Sekunde das Gegenteil gezeigt. Eine Welt mit ihm in einer Beziehung, wo alles lebendig ist, wo vollkommene Freude ist, wo vollkommener Friede da ist. Und dann habe ich eine Stimme gehört, die mich gefragt hat, hey Jeremy, du solltest dich heute entscheiden. Und ich bin wirklich auf dem Heimweg so voll schockiert stehen geblieben, weil es ist so echt gewesen, die Begegnung. Wo ich nichts anderes machen konnte, in Tränen ausbrechen und dann gesagt, hey Gott, absolut, ich will nur mit dir unterwegs sein. Die Sekunde von Leben, die du mir gezeigt hast, genau danach sehe ich mich. Genau das ist, was ich suche, mein ganzes Leben lang. Und das war der Moment, wo ich wirklich mich entschieden habe, doch, jetzt lasse ich wirklich alles los und will wirklich mit Jesus unterwegs sein, egal was kommt. Der Moment hat, glaube ich, irgendetwas in meinem Herzen bewirkt. Die Liebe, der Friede, macht wirklich etwas in dir. Es macht dich wirklich frei. Indem ich das erleben konnte, das war meine Kraft, zum Loswerden von all dem Zeug. Es ist nicht etwas Theoretisches oder Theologisches, etwas, wo man im Kopf, aha, das ist so, oder ich habe es wirklich erlebt, wo ich Zufriedenheit in Gott hatte und nicht mehr in diesen Sachen. Durch diese Erfahrung kann Jeremy innerhalb von wenigen Wochen all seine Abhängigkeiten von Drogen, Alkohol und Rauchen aufgeben. Heute, 7 Jahre später, ist er verheiratet mit der Nukshi und hat einen Sohn. Er ist auf seine Identitätssuche angekommen. Die Frage hat sich wirklich in Jesus aufgelöst, weil ich in ihm gewusst, das ist mein Ort, das ist meine Identität. Ich darf Beziehung mit ihm haben, ich bin geliebt, so wie ich bin, und seine Liebe, die er mir schenkt, das ist echt und das wird echt dich transformieren. Ja, es ist nicht, ich habe etwas gebraucht zum Heben, jetzt habe ich einfach an Jesus gewendet. Nein, es war eine echte Begegnung mit Gott, wo ich gewusst habe, doch, er ist lebendig. Yay! Yay! Nochmal. In diesem Prozess habe ich angefangen, Beziehungen ehren, meine Verantwortung warnen, dass ich Menschen lieben darf, so wie sie sind, ohne zu urteilen. Ich darf Leuten helfen, die in der gleichen Situation sind wie ich, damals. Ich war kaputt. Und Gott hat nicht irgendwie gesagt, oh, du bist Abfall, tschüss mit dir, sondern er hat persönliches Interesse an mein Leben genommen. Alles, was kaputt ist, wird er neu machen. Er hat sich gezeigt und hat sich involviert in meinem Leben und hat mich von innen nach außen angefangen zu transformieren. Und ich bin der lebendige Beweis, dass eben aus Kaputtes neu gemacht werden kann.